Willkommen zurück zu Trulon, der Shadow Engine. Wir haben einen vierten Charakter. Valencia soll sie heißen. Was ziemlich nice ist. Da können wir auch mal mit vier Leuten kämpfen. Das lässt auch vermuten, dass Gegner wohl auch zu viert jetzt auftauchen werden. Bin ich mal gespannt. Wir sind hier immer noch in der Burg im Verlies. Und ja, schauen mal, was hier so für Gefahren auf uns warten. Wir gehen erstmal hier runter. Okay. Hier ist zu. Aber hier haben wir noch einen Typen. Oder mehrere. Sind die böse? Anscheinend, oder? Ja, okay. Natürlich Gegner. Wusste ich jetzt nicht. Alter, was? Der hat 225 abgezogen. Ja, sie ist tot. Oder? Na, sie lebt ja noch. Wow. 225 sind ja, was ist das denn schon wieder? Der Sprung einfach. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wer von denen. Ah, er hat Vergeltung. Okay, müssen wir auf den hier gehen. Krass. Okay, Gegner machen Schaden. Das ist gut zu wissen. Also um 500 Gehalt. Sehr geil. Und nochmal angreifen. Gehen auf den. 129 ist okay. Ist okay. Nice. Können wir den auch nochmal ballern? Alter, okay. Sein Energiebalken ist nicht wirklich runtergegangen. Sie ab 93 auch, Mann. Okay, ich merke schon, ich müsste eigentlich mal leveln. Das habe ich auch bei Rot schon gesagt. Weil der mir eigentlich auch noch zu schwach ist. Aber gut. Nice, 290. Rot ist dran. Bleiben wir mal bei einem ja, normalen Angriff. Da sind die zwei wieder dran. Betäubungsimmunität, okay. Wie die nur auf sie angreifen, wie die Gegner genau wissen, wer das schwächste Glied ist, ey. Echt unfassbar. Naja, gut. Schlimmeres. Also der Kampf funktioniert, jetzt sind zum Glück nur zwei. Das ist auch nice. Ziel kann keine Taktiken benutzen. Ziemlich cool. Ich glaube, ich mache das hier mal auf ihn. Hoffen, dass das bringt. So, eine weitere Taktik. Und hier alle Gegner nochmal. Brauche ich allerdings nicht, oder? Oh, ich mach's ganz anders. Ja. Aber stirbt. Wenn der jetzt kaputt geht, jawohl. Können wir nämlich kühnen Schlag noch auf den anderen machen. Sehr gut. Jetzt hat der natürlich Betäubungsimmunität. Dann machen wir mal den Spot. Plus ausweichen. Ach komm. So, jetzt ist Valencia wieder dran. Betäube alle Gegner, er bringt jetzt nichts.
jetzt hier eine Taktik. Mach komm. Also man merkt, hier wird's kann es recht gefährlich werden. In dem Verlies hier. Weil allein wenn hier so einer von denen mit einem Schlag über 200 abzieht, da muss man echt aufpassen. Machen wir das hier. Sie droht nämlich für die nächsten drei Runden automatisch angegriffen. Ja, er kann das wegstecken, das ist okay. So, nach der Runde dürfte er erledigt sein. Ja, nice. Die Karte hätte ich früher gebraucht. Ist aber nicht schlimm. Mal gucken, ob der nächste Angriff jetzt hier ausreicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Shit. Ja. Ist Rot noch ein bisschen zu schwach, aber gut. Ja, das war's. Nice. Alter, 2400 EP. Bolzenhagel 2. Greifen mit einem Schuss alle Gegner an. Bis zur nächsten Runde Angriff 50%. Ja, komm. Rüsten wir das aus. Okay, krass, Alter. Die Gegner waren mies drauf. Warum ist die Tür offen? Ah, die war schon offen. Wir gehen erstmal nach oben. Weil es kann sein, dass es nach unten rausgeht. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Ah, okay. Ja. Das ist eine böse Dreier-Kombo da oben. Hier ist auch ein Weg. Alter. Okay, boah, das Gebiet ist wieder so riesig. Scheiße. Aber hier kam ich her, ne? Ah, nice, genau. Hier war zu, da ist aber wieder ein Weg offen. Der hilft uns aber nicht. Okay. Ha, wie machen wir es jetzt? Theoretisch oben jetzt den einen Kampf noch machen. Dann sind wir oben durch. Und dann fehlt nur noch hier unten. Ich glaube fast, dass es Sinn macht. Wir gucken mal hier. Alter, nice. Einfach mal EP mitnehmen. Hier haben wir eine Kiste. Was haben wir hier? Hier jede Runde eine zusätzliche Taktik. Oha. Ist eigentlich ziemlich nice. So, die zwei Kugeln, glaube ich, lasse ich mal. Weil jetzt kommt hier ein Dreierkampf. Den will ich relativ safe machen. Das heißt auch mit Magie benutzen und alles. Und danach können wir die zwei Kugeln einsammeln. Jetzt die Frage, auf wen gehen wir dann zuerst von den dreien? Oh Gott, nochmal ein Kampf hinten dran. Oh Gott. Ich greife die zuerst an. Okay. Okay, die Runde war stark. Also er scheint Magie zu benutzen, aber so stark ist er nicht. Der hat. Wird er von dem mit Betäubungsimmunität? Der da unten, okay. Hass lohnt sich nicht. Ein paar Lebenspunkte brauche ich auch nicht. Ja, das Dumme ist, dass Ferrer richtig kassiert hat. Ja, bringt auch nichts, der hat Vergeltung drin. Gegner zielen nur auf dich. Zu riskant. Machen wir mal einen Standardangriff. Schade. Da schlechte Karten gezogen.
am Anfang leider. Heißt die Stabilisierung. Sehr gut. Dann kann Valencia jetzt in den nächsten zwei Zügen ordentlich Schaden machen. So, was macht Rot? Okay. Machen wir eine Runde lang safe mit Rot. Spielen jetzt Hass. Machen bis zum Ende des Kampfes 25% mehr Abwehr. Und machen jetzt nochmal Schutzhaltung. Also richtig safe mit ihm. Theoretisch hätte ich sowas wie Spott haben müssen, dass er angegriffen wird. Ja gut, passiert. Nice, der kriegt einen Angriff. Plus 100 Angriff, Alter. Okay, wieder Magieschaden. Das Problem, das ich jetzt habe, ist... Also ich werde den Kampf wahrscheinlich verlieren. Ferrer ist fast tot. Das ist mein größtes Problem gerade. Ja, krass einfach. Holen kann ich nur mich selbst. 71er, die Karte bringt echt gar nichts. Also irgendwie läuft der Kampf nicht wirklich gut. Noch safe. Ach komm. Machen wir safe. Der nächste Angriff, der auf Gladia geht, verfehlt. Ja gut. Ferrer ist jetzt eh tot. Eigentlich fast schon egal, was ich mache, weil er wird noch wahrscheinlich noch mal eine Karte haben mit, er greift alle Gegner mit Magie an. Sonst verliere ich 130. Das ist der Einzige, der wiederbeleben kann. Es sei denn, sie kann auch wiederbeleben. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ne, kann sie nicht. Ja, ne, ist nur Ferrer. Krass, und den Typ greifen sie zuerst an. Oh Mann, ey. Das ist echt nicht fair. Den Heiler rauszunehmen. Okay, nice. Was habe ich denn da noch? Gegner zielen während der nächsten Runde auf einen anderen Gegner. Ist die Frage, ne? Ob ich das auf den zaubern soll? Und der haut dann möglichst den irgendwie um. Das Gegner keine Taktik benutzen, wäre auch nice. Ich glaube, ich mache das hier mal. Zum... entgegen... der Leute. So, keine Taktiken mehr. Gucken, was das bringt. Ja, machen wir lieber das hier mal. Jetzt wird nämlich Rot angegriffen permanent. Somit hat Ferrer noch eine Chance, eine Runde zu überleben. Nice, er geht auf ihn. Den Heiler, schade eigentlich. Wird das auf den anderen geht, aber das kann man nicht kontrollieren. Alter, er zieht 200 ab mit dem Angriff. Gut, Rot ist erledigt. Wie ich mir schon fast dachte. War ja aber auch der Plan. Wir zielen nur auf dich, das könnte ich jetzt nochmal machen, weil Ferrer ist somit dann unberührt. Mache ich auch. Einfach irgendwie gucken, dass ich Ferrer am Leben halte, weil er heilt ja, ne? Okay, ich sehe gerade, der Magier hat so gut wie gar kein Leben. Jo. Naja, gut. Weiß ich es für das nächste Mal.
So, Ferrer. Zwei Taktiken. Brauche ich nicht, muss er nur einmal wiederbeleben. Einen Angriff muss er ja nicht machen. 378. 87, sorry. Ich nehme sie Magieschaden, dann wird der schon mal raus. Ja. Gut, Magieschaden hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist ja egal. So, Rot ist dran. Das braucht man nicht. Jetzt hier eine Taktik können wir machen. Die Gegner ziehen jetzt eh nur auf, wie heißt es, auf Guardia. Nice. Stimmt, hat hier reingemacht. Das heißt, den Angriff ist er sogar ausgewichen. Wird nur von dem getroffen. Nice, okay. Das war gut. Ob der stirbt, wahrscheinlich nicht. Alter, 434. Alles klar, okay. Ich glaube, er ist doch gestorben. Okay. Was machen wir jetzt noch? Ja, komm. Gehen wir auf Angriff. Der Kampf scheint ja jetzt gewonnen. Ah, sehr gut. Können wir sogar nochmal betäuben. Gladia hat eine Karte mit betäubte Gegner. Ah, bringt ja nichts mehr. Jetzt die Betäubung aufgehoben. Schade. Aber die Runde könnte jetzt uns den Sieg bringen. Ja, komm. Gehen wir auf Angriff. So, jetzt Valencia dran. Dürfte ihn erledigen. Ja, wobei, so viel Schaden macht sie, glaube ich, nicht. Nee, schade. Ja, gut. Aber Rot ist noch da. Und der Kampf ist gewonnen. 3600 EP. Ferra und Valencia Level Up. Entzieht deiner Umgebung Gaudium. Die wiederhergestellte Menge hängt vom Ort ab. Okay. Das ist nice. So, jetzt kurz mal auf die Uhr schauen, weil es kann sein. Na, ich glaube, die Zeit ist um. Tatsächlich. Da oben haben wir noch zwei kleine Gegner. Wollen wir die noch mitnehmen? Schnell. Ja, komm, das sind zwei. Ja, wir nehmen den Magier da erst raus. Also den blauen. Alter, jetzt macht der Hass auch noch. Na gut. Ja, das sind ja zwei. Gerade eben haben wir drei Stück auch kaputt gemacht. Der auch gut funktioniert. Dann denke ich, kriegen wir die zwei auch noch hin. Das Ziel für eine Runde. Dann machen wir es so, betäuben wir den und spielen dann die Karte doppelter Schaden gegen betäubte Ziele. Sehr gut. Noch ein Erfolg gekriegt, eine Errungenschaft. Oh, hast es jetzt als Joker drin. Nice. Destabilisieren. Ja, machen wir es auf den. Das können wir nachher noch gebrauchen, wenn der andere tot ist. Keine Taktik mehr benutzen. Hm.
was ganz anderes. Wir destabilisieren ihn und hauen dann einen Magieangriff auf ihn drauf. Nice. So, wir machen Hass auf Gladia. Spielen diese Karte. Und dann nochmal kühner Schlag auf den blauen. Er lebt noch. Schade. Okay. War ein bisschen krass gewesen. Alter, er lebt immer noch. Oh Gott. Ferra lieber den anderen angreifen und Valencia kann den anderen Typen platt machen. Alter, 274, nice. So. Blauer Heini ist erledigt. Betäubungsimmunität. Ja gut, hat er halt den Angriff jetzt verschwendet. Ja, hauen wir mal drauf. Ein Schlag von Gladia. Ah, Rot hat nichts Gescheites. Doch, Hast haben. Hast bringt nichts, wenn nur eine Angriffskarte drin ist und ich will ihn töten. Dann spare ich mir lieber die Zeit, mache einen normalen Angriff. Ja, gut, jetzt ist er eh tot. Bam. Sehr nice. 2-4 Erfahrungspunkte. Vergeltung 2 bis zur nächsten Runde. Greife einen Gegner an, der auf dich zielt. Plus 50% Angriff sogar. Ja, das können wir mal geben. So, hier die Fina DP. Oha, Angriff plus 15. Nice. Das bekommt Rot auf jeden Fall. Eigentlich Gladia, ne? Das im Brand stecken ist, glaube ich, nicht mehr so geil. Ach komm, geben wir hier die 15. Los geht's. Zack, 115 Angriff. Das ist nice. Ja gut, wir hätten Rot auf 90 pushen können. Hätte auch was gebracht. So, aber ich werde jetzt erstmal wieder einen Schnitt machen. Beim nächsten Mal gehen wir weiter runter, beziehungsweise wir müssen gucken, dass wir Gaudium... Eigentlich nicht, die sind alle voll. Ja, die zwei Kugeln da hinten will ich nicht liegen lassen. Weil das wäre eine Verschwendung. Das sind sie. So, sammeln wir die zwei schnell noch ein. Hier war nichts mehr. Nice, 800 EP. Ist nice. So, machen wir einen Schnitt. Und beim nächsten Mal gehen wir weiter runter und schauen, was da für Gefahren auf uns lauern. Da sind sie schon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!